Herzlich willkommen, liebe Leute, bei einer weiteren Folge Space Engineers. Hey, ja, ich bin leider alleine, aber auch nicht so ganz, denn ich bin mal wieder im Community Channel geblieben. Na Leute? Genau. Sven, wenn ich fertig bin, mach mal, okay? Hallo zusammen erstmal. Ja, genau. Ne, und ja, ich bleibe auch erstmal im Community Channel. Eventuell kommt gleich noch unser Frankie dazu, aber da müssen wir mal warten. Derweile randaliere ich hier ein bisschen an der Basis rum und mache mal ein paar Sachen neu, die dann total veraltet sind. Das alles schon mit 30% Energie, das ist doch super. Aber wir möchten natürlich auch mal ein bisschen auf dem neuesten Stand der Dinge sein, ne? So, jetzt testen wir nämlich mal das Teil hier. Grinder, Waffeleisen. Also wenn ich das jetzt so sehe, muss ich jetzt da drauf drücken. Genau. Grinder, Waffeleisen. Also genau, Grinder an, aus. Ist ja schon mal ganz gut. Fallschacht ist egal. Motor, Aufzug, Fahrwerk, Waffeleisen. Genau, dann... Nein! Okay. Ja gut, wir machen auch Verriegeln, weil das ist ja dann, hier ist das ja egal. Wir können ja nur Verriegeln. Entriegeln brauchen wir nicht mehr, wenn das Schiff weg ist. Genau, hier haben wir den Motor. Den können wir natürlich auch umkehren machen. Das ist natürlich super. Und am Ende machen wir noch das Licht. An, aus, bedeutet, wenn wir jetzt hier drauf drücken, dann ist es nicht mehr ganz so hell hier. Super. Wenn wir jetzt hier drauf drücken, dann bewegt sich die Platte. Ey, das ist doch geil. Das spart eine ganze Menge Schaltkonsole. Ey Leute, ich habe die erste komische Schaltkonsole gebaut. Und sie funktioniert. Ob ich das nun schlecht nenne oder gut, das weiß ich noch nicht so ganz. So, ja, ist nicht weiter wichtig. Machen wir wieder zu. Was war das jetzt? Was hatten wir hier reinprogrammiert? Was hatten wir da reinprogrammiert? Achso, ja. Kann ich ja lange drücken. So, passt. Finde ich super. Schon ist hier etwas weniger grell. Passt schon. Ja, unser Frankie hat leider Internetprobleme. Der hatte hier tatsächlich gerade massenhaft Leichen hinterlassen. Die sind mittlerweile leider, oder was heißt leider, zum Glück alle wieder weg. Währenddessen hat er dann noch neue Spawnschiffe angeschleppt. Da hinten zum Beispiel ein kleines, hier nochmal ein großes, womit er dann direkt gegen den Berg geflogen ist. Und ich habe auch gesehen, heimlich und still und leise, hat der Frankie hier was umgebaut. Naja, sieht schon ganz geil aus. Aha. Von wegen nur Bohrschiff reparieren. Ja. So. Ja. Sonst gibt es erstmal hier oben nichts weiter zu sehen. Ich mache jetzt noch die Wand aus der Presse fertig. Dann wollen wir da auch irgendwo weiterkommen.
Denn auch hier wollen wir natürlich irgendwann mal fertig werden. Dit. 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 Na komm. Genau. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Und was macht ihr gerade so, Leute? Ich mag Flugtraining. Ach, Warsam dann, ja, ja. Ne. Unser Sven hört sich nicht begeistert an. Nee, weil, wie gesagt, entweder bin ich zu dämlich oder andere sind, weiß ich nicht, Esser im Fliegen. Ich treffe gar keinen und die treffen mich mit dem ersten Schuss. Entweder Flügel ab oder Pilot raus. Also machst du irgendwas falsch. Siehst du? Also muss ich verdammt schlecht sein. Naja, das ist nicht unbedingt gesagt. Aber ist auf jeden Fall besser, wenn du dem anschießt, da steht Schaden und trotzdem kannst du, kriegst du keine nachher, wie heißt das, Flugabschuss, also Hilfe. Ist noch schlimmer. Ja, sowas muss man hier erstmal haben, ne? In Space Engineers ist das definitiv eine ganz andere Sache. So, hätte ich mal gerne. So. Oh, ich bin so froh, wenn die blöde Hülle fertig ist. Die Technik wird einfach viel geiler, weiß ich nicht. Viel geiler. Los, Sven. So, mal gucken, was Frankie sagt, wenn er wieder da ist. Da kommt er ja noch während der Folge. Zumindest wieder in Teamspeak. Wäre eigentlich schön. Ladest du mich ein, Sven? Ich bin in deiner Gruppe. Bist du raus? Ja, falls ihr euch wundert, die beiden spielen War Thunder. Ich selber hab keine Ahnung davon. Ne? Aber, naja. Muss ich auch nicht. Vielleicht gucke ich es mir nochmal an irgendwann. Aber ich bin ja sowieso immer so der Typ, ich habe in solchen Spielen immer chronisch zu wenig Geld und kann mir von da aus immer nie irgendwas leisten. Ja, irgendwie kann ich dich nicht jetzt... Du hast die Einladung angenommen, oder? Mhm, hab ich. Ja, und wieso? Du bist schon bereit für die Schlacht, ne? Nein, ich bin noch in meiner alten drin. Ja, das ist ja das... Steht nichts von dem, also wollen Sie die Staffel austreten? Ich kann direkt eigene Staaten, so in die neue Staaten halt. Geriert werden. Dann mach das. Nein, aber ich will mit Sven kämpfen. Ja, ja. Also zusammen. Immer diese Egoisten hier. Nein, ich will das aber. Und nein, ich will das aber. Aber das ist doch viel besser. Nein, ich will aber das. Hä? Ja, ja, ja. Du musst genau der. Du musst es ja genau wissen, wie es geht. Mhm. Ich habe genug Geschwister, um das zu wissen. Ich bin kein Einzelkind. Vielleicht war das immer mein großer Vorteil. Sofern man das Vorteil nennen darf, kann. Ja. Der Duster ist auch da. Den könnten wir für die nächste Folge eigentlich mal wieder einladen. Mit dem habe ich noch so ein bisschen was zu beschnacken. Aber da erzähle ich dann auch in der Folge, was, wenn er dann da ist. Weil da haben wir nämlich einen richtig geilen Zufall kennengelernt. Aber, wie gesagt, dazu gehen wir näher drauf ein, wenn wir halt soweit sind. Schreibe ich nach der Folge mal an.
soll seinen Arsch hier reinbewegen. Zack, 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 zack. Oh, diese blöde Wand, ey. Frankie, komm, du musst schweißen. Ich hab keinen Bock. Will nicht einer zu von euch noch schweißen? So stundenlang? Nee. Hätte ich auch nicht erwartet. Der Maschinenraum wird nachher noch richtig übelst. Weil der Maschinenraum wird auch gleichzeitig der Lagerbereich noch zusätzlich. Dit. Ich weiß ja, die Zuschauer können das irgendwann auch nicht mehr sehen, aber ne. Ich baue das Ding jetzt arschgeil. Ich baue das Ding jetzt fertig. Und wenn es fertig ist, dann werden wir es nie wieder beachten. So wie so manch anderes Ding, was hier in der Welt gebaut wurde. Starwing hat auch schon eine Beschwerde eingereicht, er konnte seine Big Legs nicht mehr fliegen, weil ich sie aus Versehen auf mich geownert habe, dann hinterher wieder. Auch geil. Sowas nenne ich mal klasse. Ansonsten gibt es auch bei mir nicht viel Neues, immer noch dieselbe Arbeit. Ich bekomme es in ihre immer noch Autoteile. Mittlerweile allerdings mit ein bisschen mehr Spaß an der Arbeit. Weil ich mittlerweile ab und zu auch mal gelobt werde für meine Arbeit, das ist doch schon mal etwas. Du, Michi, ich hab dich eingeladen. Ja, weil irgendwie funktioniert meine nicht. Ich sag ja, unser Safi hört sich so richtig glücklich an. Ja, Wahnsinn. Also ich bin sowas von happy hier. I'm so happy. Ey, auf Arbeit konnte man mich heute so gut wie gar nicht ausstehen, ey. Ich bin so happy gewesen. Ist irgendwas auch stinkig, oder was? Nee, ich war so happy, dass der Nächste, der mich gefragt hat, oder hätte, ob ich happy bin, definitiv auf eine Fresse gekriegt hätte. Oha. So happy war ich. Ja, es waren so eine richtig Scheißaufträge, aber mal richtig Scheißaufträge. Lauter penibler Kram, Umpackscheiße. Also da musstest du wirklich jede kleinste Pissschraube musstest du extra umpacken und so eine Scheiße. Aber das ist eine widerliche Kacke. Bei mir steht, ich bin gerade in eine Staffel. Flieger Staffel 24. Sie sind verhaftet. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Ihre Pornohefte werden konfisziert. So, jetzt. Bist bereits in eine Staffel. Ja, wenn ich dich einlade und dir sage, du sollst meiner Staffel beitreten, dann kannst du mich nicht einladen. Nein, da steht, du bist bereits in eine Staffel. Ja, nein, weil ich dich eingeladen habe. Ich habe OK gedrückt, ich habe auf OK gedrückt. So halt, einladen und da steht. Lad mich ein. Leute, los. Und Safi, hat deine Tochter schon die Folge gesehen, wo wir sie gegrüßt haben? Ich glaube nicht. Die guckt zurzeit ihr das mit der Icebreak Challenge oder wie das heißt. Ich fand das so grausam. Ich wurde ja auch dazu eingeladen. Nein, nee, danke. Ich wurde auch eingeladen. Ich soll doch bitte mitmachen. Sag nein, tut mir leid. Ich kann kein kaltes Wasser ab. Kein Bock da drauf. Ja, also, geht nicht. Ich meine, es kann ja jeder wirklich machen, was er will. Ne? Jeder soll machen, was er will, wie er will, wo er will. Aber sich im Internet peinlich zu machen, wegen irgendwelchen Scheißen, nee, danke. Nee. Das hört bei mir auch mal der Spaß auf. Nominieren, dass sie den Dreck genauso mitmachen, finde ich aber Quatsch. Wenn sie es freiwillig machen sollen, bitte, oder wollen, sollen sie es gerne machen, aber andere zu nominieren und aufzufordern, das genauso zu tun, finde ich traurig. Ne, ich hab da wirklich keinen Bock drauf, definitiv nicht. Nichts gegen meine Fans, die mich, nichts gegen die Fans, die mich darauf eingeladen haben. Aber
ne? Ich habe im Leben schon genug Probleme und muss nicht auch noch das so, machen. Jetzt geht es. Weil wie fast jeder andere Mensch auf dieser Erde weiß, besteht das Leben nicht nur aus Friede, Freude, Eierkuchen. Man kann sich auch gerne mal ein bisschen Sorgen machen, gerade wenn es nachher Richtung Arbeit geht, ne? Und so. Also, ich bin bereit, Sven. Was bist du bereit? Die Staffel ist doch schon, oder das Match hat doch schon angefangen. Das läuft doch schon lange. Er schläft, lass ihn doch. Was ist heute morgens mit dem Ding? Ja. Versteht, sie sind so noch nicht alle Staffelmitglieder bereit. Versteht, Staffel klar lassen oder abbrechen? Sagt ihr, irgendwas ist am Morgs. Ah, ich hasse bauen. Ah, was war das denn jetzt hier? Fehlbau, Fehlbau. Komm, ich krieg jemand noch fertig. Ja, ja, ja. Die Mauer steht. So, die Mauer steht, das ist gut. So. Dann kralle ich mir jetzt einen der Schweißschiffe. Welches davon ist jetzt voll? Gut, das hat noch 44.000, das nehme ich mit. Komische Geräusche im Hintergrund, komische Geräusche im Teamspiel. Nicht von mir, nein. Das kommt von Michi. Auch nicht von mir. Ich habe einen Kopfhörer. Nein, überhaupt nicht. Wenn du komische Geräusche haben willst, gerne, aber. Nein, danke. Na also. Ich hab's nicht so mit komischen Geräuschen. Ey, ganz ehrlich, ne? Seit Tagen geht mir dieser blöde Lego-Song nicht mehr aus dem Kopf. Das ist doch total nervig. Wieso braucht das alles so viel Stahlplatten? Ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte niemals damit anfangen dürfen. Ehrlich, niemals hätte ich damit anfangen dürfen. Ich hätte es Kroxen verbieten müssen. Ah, nö. Ich will ja immer innovative Technik haben. Ich will sie ja immer haben. Also, wenn ich mal überlege, dass normalerweise so diese ganze Presse oben auf der Base stehen, das wäre natürlich noch eine ganz andere Technik gewesen. Nee, da finde ich das hier unten dann doch schöner. Hier stört es wenigstens keinen. Und man sieht sie nicht von der Basis.
Ah, ist das schön. Na denn. Wie gesagt, Frankie hat definitiv mehr Probleme, als er sagen wollte. Ja, er hat hier wirklich tausende von Leichen hinterlassen, also Grausamkeit schlechthin. Er hat irgendwann angefangen zu lecken ohne Ende. Was sagt die Tankfüllung? Auch nicht mehr ganz so viel, das ist auch okay. Aber ist ja nicht so, dass wir nicht genug haben. Ich weiß gar nicht, warum euch immer alle so beschwert. Nur ab und zu mal so ein bisschen schweißen ist doch voll chillig. Aber nicht nur. Ja, es ist auch nervig und es ist auch anstrengend. Aber es ist im Großteil auch chillig. Na komm, Schweiß, Schweiß, Schweiß! Mach was für dein Geld. Was? Jetzt noch Polizei und Feuerwehr? Hallo? Ich hab die Uhr geguckt. 21 Uhr. Zeit zum Schlafen. Für all die kleinen Kinder. Michi, du musst ins Bett. Nicht so wirklich Bock drauf, ne? Kann ich verstehen. Ja, das war schon Bock. Ich falle nicht auf so kindische Dinger, nein. Nein. Nee? Wenn ich selber Bett musste, ach, scheiß drauf. Ja, Michon ist übrigens auch einer meiner Fans, der in die Community beigetreten ist. Er kann leider aber wegen der verbindungstechnischen Probleme noch nicht wirklich auf die Welt, aber er ist in der Community auf jeden Fall schon voll integriert. Ne? Den haben wir alle lieb gewonnen. Ahaha. Ich hab dich aber nicht lieb. Nicht was? Immer. Ach komm, ne? Sei freundlich. Auch immer freundlich. Ne, Quatsch. Er ist ein lieber Kerl. Unserer. Der Vier. Wir geben uns Mühe, alles das Beste für euch. So, ab ins nächste Schiff. Das ist nämlich eigentlich auch voll getankt, hoffe ich mal. An Stahlplatten. Auch nochmal ein bisschen was. Gut, dann schweißen wir damit auch nochmal ein bisschen rum. Genau, Sparmodus an während dem Flug ist natürlich eine super Lösung.
Oh, was ist das für ein scheiß Flugzeug? Ob ich jemals noch mal etwas so großes bauen werde im Let's Play, bin ich ja echt am Zweifeln. Das hält echt auf ohne Ende, ne? Was sagst du dazu, Safi? Ja gut, konnte ja keiner wissen, dass Proxian so wenig Zeit hat oder dass denn sein Rechner so rumspringt, dass er das nicht mehr spielen kann und nicht dabei ist, ne? Ja, ich denke mal, wäre er dabei gewesen, hätten wir separat was anderes machen können, groß, weil die Konstruktion hätte zum Beispiel vorlegen können, aber schweißen hätte er das ja im Hintergrund machen können, weißt du? Das wäre ja alles nicht das Problem gewesen. Aber da Crocs dann leider oft ausfällt, aus technischen Gründen, müssen wir halt ein bisschen seine Arbeit übernehmen. Und an sich stört es mich auch nicht, wie gesagt. Das ist nun mal ein Projekt, was auf dem Schrottplatz ist. Jeder Schrottplatz braucht eine richtige Presse für große Teile. Wir haben uns jetzt daran gesetzt, eins zu konzipieren. Und wir sind bis jetzt eigentlich ganz gut damit gefahren. Wieso bist du schon wieder aus der Staffel raus, Michi? Das hat nicht funktioniert, irgendwas ist gespackt. Hat mich aus der Staffel rausgeschmissen, deshalb bin ich nicht mitgekommen. Wenn du mich einlädst, kann ich dich nicht rausschmeißen. Nein, ich sagte nicht, dass du es mich rausgeschmissen hast, sondern es ist einfach passiert. Schreie nicht so rum. Wir sind sensibel. So, nimm an, komm. Ja. Alter, das ist ätzend. Aber mit Leflex auf jeden Fall schon mal besser wie mit dem anderen Schiff. Leflex sieht nämlich schon viel besser aus durch die ganze Panzerung. Ist beigetreten? Nein. Wieso sagt er dann, du bist bereits in einer Staffel? Weil du nicht mich einladen sollst, sondern du sollst meine Einladung annehmen. Ja, das sag ich ja. Beitreten. Schwierig. Oh Mann. Mach ich heute alles falsch oder was? Das Leben ist nur so einfach, wie man sich das macht, ne? Ja, ich habe heute einen Arbeitskollegen eine geile Frage gestellt, ne? Er ist voll drauf reingefallen. Fand ich total lustig. Er hat totgelacht drüber. Ich habe ihn gefragt, ob er das Kribbeln in den Lenden kennt. Guckt er mich an. Er ist so total verdattert. Hä? Dann sagt er zu mir, nein. Ich sag, okay, deine Frau wahrscheinlich auch nicht. Ja, genau. Gut. Also, der hat sich höllisch drüber aufgeregt darüber. Ja, ich fand's einfach nur lustig. Ja, dass er jetzt Tiefschlag aufgepasst hat. Ja, aber muss ja so sein. Wenn er es nicht kennt, kann sein Freund das ja eigentlich auch nicht kennen, ne? So, aber wir sind jetzt auch schon wieder am Ende einer Folge. Ich mache jetzt noch kurz die kleine Ecke hier fertig. So funktioniert das heute nicht. Machen wir das. Wenn du in dem Chatfenster oben zweimal Staffel stehen hast, dann musst du aus einer raus. Und am besten da, wo überall Staffel steht, machst du mal oben X, dass du überall raus bist und dann kannst du auch bei mir eintreten. So, ist das nicht schön? Wunderschön. So, das ist komisch, Pornoblau hier. Das Einzige, was da steht jetzt, ist eben.
Was steht da? It's no state system. Willkommen in Invasionerstadt, bla 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 bla. Was steht jetzt da? Jetzt! So, drück unten, okay. Rechts. Hab ich schon. Nee, bist noch nicht bereit. Gibt auch schwere Fälle, wa? Ich hab auf bereit gedrückt. Warten auf dem Leader, steht es. Ja, es geht los. Ja. Immer noch. Hier steht, dass du nicht bereit bist. So, dass das geht los muss. Schon. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, wir verabschieden uns bei dieser, ne, mit dieser Folge. Oder aus dieser Folge. Ne, wie gesagt, ich muss euch leider, ne, bisschen im Loch aufhalten, kann ich leider nichts dafür. Wir müssen es einfach mal fertig bauen. Aber ich würde mal sagen, treue Fans halten da, halten aus. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn, dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.